Ja, ich muss echt Bus fahren. Ich muss echt Bus fahren. Ist nicht dein Ernst? Okay, ich steige mal da ein, ne? Habe ich ja von dir gelernt. Ich darf Bus fahren. Okay, ich fahre jetzt Bus. Witzig. Okay, so. Wo ist das GPS? Hey, setz dich. Ich hab's mal okay, echt jetzt. Okay. GPS, ich weiß, wo das Guck GPS mal, ist. ey, da haben wir jetzt eine Begleitperson bei uns. Okay. Den müssen wir einführen. Ich fahre jetzt mal Den Bus. musst du einführen, du musst die Begleitperson einführen. Egal, sag mal, bist du so dirty? Du musst die Begleitperson, die musst du auch nachdenken. Vorfahrtgewehren und so, ne? Ich darf jetzt auf die Straße. Hallo, ich könnte auch halten. Mal gucken, ob ich eine gute Busfahrerin wäre. Der Überhang? Ja, mache ich. Habe ich gerade gedacht. Das war echt super. Du hast dich gerade gedacht, ja, das ist wie ich super. über die Kurve. Guck doch mal, wie super ich um die Kurve gekommen bin. Geil! Hast du gut gemacht? Hi, guten Morgen. Oh, guten Morgen. So Morgen. Hey, wie läuft's? Gut, Gary. Hallo. Hey. Das war hallo, so eine Haltestelle. Das war geplant. Guck mal, wie witzig. Okay. Horatio, was ist denn mit dir los? Als Erster im Bus? Was soll ich sagen? Der frühe Vogel und so. Jedenfalls, die Saftkur hat mein Leben echt verändert. Ich bin leichter, mein Kopf freier. Ich sag's dir nur. Hey, komm von der Busspur runter, du Idiot. Fahr auf der Straße. Mein Saft noch nicht. Hier ist Borus. Ja, aber wenn er mehrere Leute drin hat, kann er auch Fruchtfleisch. Fruchtfleisch. Das ist der gesunde Teil. Der ist beim kein Pressen verlierst du das. Dann trinkst du nur noch Zucker. Smoothies. Das, auch keine das ist das Zauberwort. Voller Früchte, Gemüse, ja, genau, Superfoods. Danke. Genau. Superfoods. Ein LKW vor dir? Ja, wie Goji-Beeren, Maca-Pulver. Die all das gute Zeug. Du musst noch viel ja, lernen. Gut. Ihr wisst, dass die Forschung zu Superfoods bestenfalls dünn ist. Oh, Tom, sie guckt heute fahren. So viel ja, fahr anständig ja. jetzt hier, ne? Aber Goji-Beeren sind genauso ein Superfood wie Weintrauben. Ey, er hat die Vorfahrt genommen. Ja, wirklich. Da, hör mal. Das ist ja Ruhm, das Vorher gibt es da keine Schienen. Ich dachte, er fände ein Star Wars Antigravitationsfahrzeug, ey. So. Du kannst auch dran vorbeifahren, irgendwie. Nein. Okay. Ich dachte, Blumengestellte wären schlimm. Hat doch geklappt. Ja, ich hätte das natürlich. Wir wollen erst auf die Spur kommen hier, ne? Ich kann nicht schneller fahren. Alles gut. Das ist voll entspannt eigentlich. Ich glaube, ich überspringe einfach alle Führerscheine und mache direkt den Busfahrer. Okay. Wenn ich das so einfach geht, hätte ich das ja, auch das damals Ziel, gemacht. Oder? Wofür die lange Ausbildung? Hey, warum ich hätte also auch, einfach, ne? einfach also mal einfach direkt Busfahrer. Hallo? Was für eine Busspur, du Idiot? Das ist ein Bulle, Mann! Fahr den jetzt nicht an! Du bist rechts. Ganz weit weg von dem Kopf. Der hat mir meinen Bus. Also bist du gefährlich nahe gekommen und du hast ihn so aggressiv angeguckt und hast so böse angelabert. Ja, du fährst auf meine Spur, Mann! Ja, eben, der hat mir meine Busspur genommen. Das ist keine Busspur, das ist deine Leitbuchspur. Egal. Das ist meine Busspur. Hä? Ja, du machst es richtig, du parkst da, wo du parken sollst. Also hältst du da, wo du halten sollst. Das hast du gut gemacht, das Autofahrer. Hat er gut gemacht, ne? Hat er gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. So, hier ist grün, ich darf fahren. Wo ist Linienbus noch? Oh, ich bin angekommen. Ach, Gott sei Dank. Guck mal, unerwerbene Bushaltestelle. Hey, eine Bushaltestelle gekriegt. Guck mal, wir sind so ein freundlicher Busfahrer. Ich fahre mal weiter, ne? So. Da kommt keiner, ich kann fahren. Ich hab grün, ich darf fahren. Wie auch immer. Ja, und das Catering war echt zum Kotzen.
Nächstes Mal hungere ich lieber. Der neue Sushi-Laden ist so unterirdisch. Die Sojasauce war total fade. Die scharfe Thunfischrolle hatte keinen Geschmack. Oh Mann, das ist buchstäblich das Letzte. Buchstäblich? Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ich muss aber an den Überhang denken. Du fährst geradeaus, ist schön, ich fahre hier um die Ecke. Du hast ein sehr schweres Problem mit dem Überhang. Arsch. Das habe ich sehr gut gelöst. Hast du geguckt? Ja, hast gut gemacht. Ja, ich bin. Ja, ich bin begeistert von mir selber. Guck mal, wir haben grün, ich darf weiterfahren. Ja, Gott sei Dank. Hä, du bist. Ist das hier? Oh. Alles klar. Hey, du kannst doch da weiterfahren. Es gibt eine alternative Route. Ja, okay, ich fahr weiter. Ja, Gott sei Dank, fährst du weiter. Ja, oh mein Gott. Aber Baustellen. Ja, das Baustellen, ja. Wissen, ja, Baustellen. Ja, genau. Wenn ich die Frage stelle, geht's allen gut? Also ich habe gar nichts gemacht. Ich habe vielleicht die Bäume streichelt. Ja, geht's allen gut. Guck mal, ich mache das so professionell. Das ist echt. Das ist echt gut, wie ich das mache. Schau mal, ich werde einfach Bus fahren. Ja, klar. Oh. Ja! Ja, finde ich gut. Also wenn ich so gut fahren würde, würde ich auch Busfahrer werden. So, jetzt bist du ja ein Zebrastreifen. Ich bin am Zop. Am Zop? Was heißt Zop eigentlich? Ein transzentraler Omi-Bus. Stopp. Das ist ein Omi-Bus. Busbahnhof. Zentraler Omi-Bus. Omnibus. Omi-Bus. Keine Ahnung, Zentraler. Omnibus-Bahnhof, hast du ja schon recht, aber nicht Omi-Bus.